So, und da sind wir wieder. Immer noch bei der Nachaufnahme, leider. Aber ab der nächsten Folge sollte es wieder gehen. Und des Weiteren sollten da dann auch die 30-Minuten-Folgen anfangen. Und nachdem das Tutorial durch ist, wird das auch ein bisschen schneller ablaufen und so weiter und so fort. Und ja, nachdem die Kennenlernphase quasi vorbei ist. Mir ist natürlich aufgefallen, das Let's Play hier ist natürlich ein bisschen länger als andere Let's Plays, wegen der ganzen Übersetzung und so weiter und so. Ich hoffe, dafür hat man Verständnis. So. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich, ach, gleich weitergehen. So, wir strecken unsere Zunge aus und schmecken die Essenz, die in der Riese liegt. Und deine Flügel. Nee, und darin schwebt Schmerz und Zerfall. Und ein anderer Geschmack auch. Irgendwas Seltsames. Irgendwas, was Tier und nicht Tier ist. Irgendwas anderes. Du schüttelst dich und deine Federn stellen sich unwillkürlich auf. Was könnte dieser Geruch meinen? Den Geruch des Kinn könntest du dir noch erklären. Aber du bist erst gerade geschlüpft aus deiner Kammer und alle Kinn sind Rivalen und heißen selten andere Kinn in ihrem Territorium willkommen. Also den Geruch anderer Kinn in ihrem Territorium willkommen. So. Aber es ist trotzdem was Vertrautes in dem Geruch. Irgendwas in der Ecke deines Verstandes. Und vorsichtig gehst du näher zu der Quelle. Zerstörung. Fürchterliche Beweglosigkeit und ein Körper leeren Geistes. Die noble rote Essenz des großen Kinn ist verstreut in einen nicht wahren Kampf der Zerstörung, aber gefangen, gefoltert und Verwirrung des Schmerzes. In diesem Durcheinander spürst du tief in dir ohne Zweifel, dass dieses Geschöpf das ist, was dich gelernt hat, was dich instruiert hat, diese Stimme. Dies war einst deiner Schaffer. Sein Rhythmus ist nun still und sein Lied für immer verstummt. Jetzt schon sind überall kleine Geister der Zersetzung, des Verfalls in seinem Körper. Und nähern sich davon und zerlegen es zu nichts. Irgendwas raucht in dir. Irgendwas in deinem Verstand. Furcht und Rage drohen dich in einer gewaltigen Welle zu übernehmen. Eine nach der anderen, größer werdend in dir selbst.
Du spürst in dir selber das Feuer hochkommen und schaffst es nur knapp, es wieder hinunterzuwirken und verweigerst ihr die Chance zu explodieren in einer großen Flamme, um alles zu um diese Dinge zu verbrennen, zu konsumieren, welche nun singen und tanzen in der Nähe der Ruinen deines Erschaffers. Diese Dinge, was sind die? Irgendwas ist falsch mit ihnen. Irgendwas ist sehr, sehr falsch. Sie haben mehr Haut als sie haben mehr als eine Haut. Manche gehören zu Tieren. Die Helligkeit ihrer Körperwärme wird verdunkelt von der Kälte, von den toten Häuten, mit dem sie sich selber bedecken. Irgendwas ist seltsam über diesen öligen Geruch. Irgendwas Vertrautes, aber auch wieder nicht. Irgendwas komplett anderes. Kein wirkliches Tier. Und diese komischen Dinge, die sie in Vorderpfoten haben. Du kannst sie nicht genau identifizieren. Aber sie riechen nach dem Blut der Bäume. Aber am fürchterlichsten ist, wenn du jetzt noch netterweise, ja genau, weiter. Die haben keine Schweife. Das sind die Schweiflosen. Du bist innerhalb gespalten. In dir schreit es, dass du wegrennen sollst. So weit wie möglich von diesem Platz. Und das Feuer in dir weist dich an, sie zu zerstören, die Schweiflosen. Du musst dich schnell entscheiden. Also zerstöre die Nichtschweife. Fliehe von diesem Platz der Zerstörung. Oder versuch still zu bleiben und geh näher. Also was ich hier ungefähr gesagt habe, ist, dass ich ja das ja schon gespielt habe und deswegen wir eine bestimmte Sache machen und zwar hier bleiben. Wir haben ja uns mit dem Vogel unterhalten und der hat uns ja einen Tipp gegeben. Oh, wir haben jetzt uns angeschlichen und haben dafür ein bisschen Wassermeisterschaft erhalten. Vor dir ist die Hülle des Kinn, wo der Rhythmus still liegt. Dieser große Körper, gebaut über hunderte von Kreisläufen und vielen Wintern und Sommern genährt, er wurde jetzt nun bei der Zerstörung vieler kleiner Dinge. Und da liegt jetzt der Zerstörung vieler tausender kleiner Dinge offen und liegt ruhig, zerstört in wenigen Momenten. Ja. Und ich weiß, dass wir hier was Bestimmtes holen können, was ich im Let's Play natürlich zeigen will. Deswegen machen wir jetzt auch die Option, dass wir das bekommen. Ich weiß nicht, ob ich jede Option im Game mal ausprobieren werde. Das wäre dann schon recht lang im Let's Play. Bevor du geschlüpft bist, wurdest du beigebracht, in solchen. Dir wurde beigebracht, dass alles
mal still wird. Aber die Leiche dieses großen Geschöpfes zu sehen, deines eigenen Erschaffers, diese Wahrheit ist sehr durchdringend und fast unverständlich. Ich weiß nicht, was genau das bedeutet. Also das letzte Unsessionable, deswegen muss ich ein bisschen frei interpretieren. Und jetzt da unten, da seht ihr die letzte Möglichkeit, die schimmert so ein bisschen. Und das ist so manchmal so versteckte Möglichkeiten, die man sich offengelegt hat, weil man bestimmte Dinge gemacht hat oder bestimmte Dinge hat oder weil man bestimmte Höhe an Meisterschaften hat. Kann man dann bestimmte Optionen machen. Ich weiß nicht, ob wir die Option auch kriegen, wenn wir nicht mit dem Vogel das Geheimnis entlocken. Also irgendwas ist seltsam, irgendwas ist in dem Mund oder dem Maul des großen Kinds. Vorsichtig gehst du zwischen den Kiefern, die schon runterkühlen und der Leere Platz geben in der toten Hülle, findest du etwas Seltsames oder ja, seltsam Ort. Ja, jetzt erzähle ich gerade wahrscheinlich irgendwas über die Meisterschaften. Ja. Es ist schon besser, wenn man die Audiospur des Tons doch irgendwie mitkriegt, ne? Eines der Innereien innerhalb des Mauls ist nicht aus Zahnstein, aber aus irgendeiner Art Kristall. Dein Schweif geht hin und her und deine Kopfkrone stellt sich auf, also die Federn, als du die Luft um diesen seltsamen Zahn riechst. Irgendwas schwimmt in deinem Verstand herum, wie Beute unter der Wasseroberfläche. Oder Schleier, Wasserschleierfläche. Du entscheidest dich, den Stein erstmal herunterzuschlucken und ihn später wieder hervorzubringen, wenn du einen sicheren Platz gefunden hast, ihn genauer zu untersuchen. Und jetzt haben wir unseren ersten Schatz bekommen. Das ist immer so, wenn so ein spezieller Schatz auftaucht. Mit einer kleinen Erklärung darunter. Und ja. Und wir sind erst gerade frisch geschlüpft und die haben gerade den hier platt gemacht. Also ist es unwahrscheinlich, dass wir denen jetzt so gut entgegnen können. Also Menschen im Spiel hier, ich muss erstmal wieder übersetzen. Diese Art scheint irgendeine schreckliche Magie zu haben, welche ihnen erlaubt, Schaden von der Ferne aus zu verursachen. Und wieder scheint alles falsch in dieser möglichen Definition von Wort. Es ist nicht alles in Ordnung und diese Welt ist abhängig davon dieser simplen Gerechtigkeit von Zerstörung deiner Feinde mit deinem eigenen Körper. Nee, ist es nicht eigentlich die abhängige Gerechtigkeit dieser Welt, dass du die Feinde mit deinem eigenen Körper zerstörst? So rum, das wird richtig. Habe ich schon wieder den Faden verloren, was ich vor der Übersetzung sagen wollte. Schlimm, schlimm, schlimm.
Vielleicht ist diese Besachen, also seltsam, unwirklich wirkenden Dinger außerhalb deiner Möglichkeiten als Schlüpfling. Jetzt können wir uns entschließen, stärker zu werden, um diese No-Tails zu vernichten. Wir können beschließen, dass wir uns von denen fernhalten. Oder wir könnten versuchen, deren seltsame Magie zu lernen. Wir entschließen uns für das Letztere, aber ich weiß nicht, ob das irgendeine große Auswirkung hat. Ey, nicht so schnell. So schnell kann ich nicht übersetzen. Also wir versuchen die ein bisschen nachzuahmen, aufzustehen und so weiter, aber es schlägt fehl. Da ist viel, über das man nachdenken muss, aber du hast zurzeit nicht genügend Informationen und dein Kern ist leer und will gefüllt werden. Für jetzt musst du gehen, aber vielleicht ergibt sich später eine Möglichkeit. Oh. Ja, da haben wir jetzt gerade nochmal Meisterschaften bekommen. Du fühlst irgendwas Kleines, deine Panzerung streifen. Du siehst dich um, aber siehst nichts. Und dann passiert es wieder. Es tut dir nicht weh, aber es ist nervig. Irgendwann realisierst du, dass es Regen ist, das heilige Wasser des Himmels, was manchmal runterfällt und die große Mutter Erde segnet. Davon wurde dir in deiner Kammer erzählt. Und bald ist Regen überall. Es prasselt laut und doll auf die Blätter hernieder und scheint das Gras zu biegen und leicht das Gras runterzubiegen. Es macht es schwer, Dinge zu kosten und zu riechen in der Luft. Du findest Unterschlupf, was früher einmal das Zuhause einer Familie von Fellbestien gehört hat. Deren Geruch nur noch in einer Ecke deines Verstandes verweilt. Sie müssen schon seit vielen Sonnen und Monden weg sein. Du gräbst es etwas tiefer mit deinem Klauen und ziehst ein und schaust den Regen draußen zu, wie er herunterfällt. Ja, jetzt ist jetzt quasi unser erster Hort als Schlüpfling. Erstes Zuhause. Ja, das sollte bis jetzt ausreichen. Sicherlich wirst du später in der Zukunft noch größere Horte oder Zuhause finden. Aber du fühlst dich jetzt hier wohl geborgen in dem Schoß der Erde. Oder im Körper der Erde. Wenigstens hast du jetzt einen Moment Zeit, über die Dinge nachzudenken. Und du pausierst und konzentrierst dich auf deine Situation. Ein Moment der Reflexion deiner momentanen Gefühle und Gedanken. Die Bewusstheit des Standes von einem Selbst ist ein Schlüssel des Überlebens in dieser harten und schönen Welt. Und jetzt hier oben ist dann quasi angezeigt halt, wie ich das glaube ich schon mal zuvor gesagt hatte, der körperliche Zustand und ob dich irgendwas beeinflusst, ob du Wunden hast und wie zurzeit dein Hunger steht.
Ah ja, natürlich auch der Zustand deines Hordes wird auch kurz hier erläutert. Wir haben natürlich schon ein bisschen Anfang wegen den paar Tarotkarten, die ich gefunden habe. Eine davon hat auch quasi gesagt, hier, du startest schon ein paar mit ein paar kleinen Schätzen, also kleineren Schätzen, gleich am Anfang. Das macht auch einer der Karten. Deine Gedanken wenden sich auch zu den Schätzen, und Artefakten zu, die du gefunden hast. Es ist dann halt auf der rechten Seite da. Brauche ich nur noch drauf zu klicken und dann sehen wir es auch. Ja, das sind so glitzernde Dinge, das sind so ein bisschen kleinere Schätze, so ein bisschen so gesehen Währung. Da ist bis jetzt nur wenig, aber wenn du überlebst und auch, na, vorwitzig ist nicht, aber es wagst und trotzdem weise bist, wirst du eine Menge sammeln. Vielleicht auch manche mit seltsamen und wunderbaren Kräften. Ach, Mann, so schnell kann ich nicht übersetzen. So, ja, also während der Jagd und so weiter erhalten wir halt, und desto mehr wir jagen von diesen Tieren und so weiter, desto mehr Wissen werden wir auch über die bekommen. Das war jetzt das, was hier oben gerade ist, war. Achso, wenn du jetzt wünschst, diesen wandelnden Traum dieses Lebens zu beenden oder zu deiner Realität zurückzukehren oder bestimmte Dinge zu ändern, auch von diesen findest du diese Gedanken hier. Dein Prozess wird automatisch gespeichert. Also fürchte nicht die Leere. Deine Verbindung mit den großen vier, die Elemente, welche diese Realität erschaffen, werden die Schlüssel deines Überlebens sein. Du kannst jederzeit deine Gedanken den Elementen zuwenden und sie dir näher ansehen und ja auch die Geschenke, die sie dir bringen. Jedes Element birgt ein Symbol, welches wachsen wird und sich verändert, je größer du wirst. Die unendliche Wahrheit dieser Welt zu dir selbst. Und jede verkörpert andere Aspekte deiner Fähigkeiten. Ja, das habe ich auch schon vor uns mal alles erzählt und so weiter. Und jetzt kommt quasi das Tutorial dazu. Feuer regiert über die physikalische Stärke und die Wildheit und über deinen Feueratem. Das Wasserelement regiert über Agilität und Tarnung und auch Empathie. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ich gehe jetzt mal kurz zur Erde weiter. Erde regiert über das ist quasi dein Lebensbalken und deine Widerstandskraft. Je mehr du die Elemente verstehst und lernst zu imitieren, desto mehr bist du schwieriger zu zerstören. Das Luftelement regiert über deine Schnelligkeit und über deine Intelligenz und deine Agilität deines Körper und Verstandes.
Wenn du lernst zu verstehen und zu erfahren, erhöht sich die Stufe deiner Elemente. Und jede Stufe bringt dir Geschenke bei Widerspiegeln der Elemente, welche. Also erinnere dich gut an die Geschenke, die sie dir gebracht haben. Stufenerhöhung, die durch Booster, kurz zeitbeschränkte Booster ergeben werden, geben dir keine Geschenke, wenn du dadurch eine Stufe steigst. Ja, genau. Nur wenn du natürlich eine Stufe steigst, bekommst du auch Geschenke, ansonsten nicht. So, wir haben jetzt gerade einen Tag rum und deswegen gehen wir jetzt nochmal die ganzen Stufen durch, die wir heute bekommen haben. Wenn man wirklich das erste Mal durchspielt, bekommt man natürlich noch nicht so viele. Habe ich auch, denke ich, schon gesagt. Ja, wir haben nämlich schon die zweite Stufe von Feuer, wo ich mich sehr drüber freue, weil mir hat das Feuerelement immer so ein bisschen gefehlt. Wir haben die erste Stufe von Wasser erreicht. Und was ich natürlich. Ja, und da unten steht noch immer so eine kleine Beschreibung, um was du auch bekommst. Und ja, die erste Stufe von Erde haben wir auch. Ja, wir können jetzt auch in die Erde graben. Wir haben die erste Stufe des Luftelements und die zweite folgt auch noch sogleich. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon die ganzen Geschenke mal erläutert habe. Wenn nicht, werde ich das mal in der nächsten Folge tun, eventuell nach der Jagd oder bei der Jagd. Aber unglaublich, wir haben ja jetzt, wir haben irgendwie so einen Booster oder sowas erhalten, wir haben und damit schon die dritte Stufe von Erde. Und ja, normalerweise, wenn man das erste Mal durchspielt, hat man vielleicht die erste Stufe von zwei Elementen. Das hier ist, der Start hier ist jetzt für mich, ich habe jetzt schon ein, zwei, also einmal durchgespielt, ein paar Mal angefangen. Und das ist ja schon ziemlich krass, dass ich so viele Stufen schon habe und. Ja, das Sammeln der Biester und so weiter, was ich schon zuvor mal gesagt hatte, sowie der Karten, ist sehr schön. Und ich denke, das wird mir jetzt auch ein, zwei Möglichkeiten geben, die ich zuvor nicht machen konnte. So, jetzt sollten wir aber langsam mal weiterkommen. Draußen, es hat inzwischen aufgehört zu regnen. Erinnere dich daran, dass Fehlschlag ein besserer Lehrer ist als Erfolg. Missgeschicke oder Verluste bringen dir die besten Lektionen. Wenn du eine Herausforderung verlierst, magst du zwar in der kurzen Zeit leiden, aber deine elementaren Attribute, werden wahrscheinlich erhöht. Bestimmte Schätze und Geschenke mögen deine Elemente eventuell auch beeinflussen. So, na komm. Diese gemütliche Ecke scheint sehr gut für eine Rast zu sein. Wenn dein Körper Schaden genommen hat, wird es sich langsam regenerieren von sich selbst. Aber ein Sonnenumlauf hier zu verbringen, wird diese Geschwindigkeit sehr stark erhöhen, dich zu erholen. Ein paar Kratzer werden dich nicht behindern,
Aber irgendwelche größeren Wunden werden deine Fähigkeiten beeinflussen, zu jagen, zu kämpfen oder eben klar zu denken. Ja, das werden dann halt die Meisterschaften zurückgesetzt, wenn man zu stark verletzt ist. Der Regen hat aufgehört von dem Großen oben. Und die Welt wird dunkel. Die Nacht muss hereinbrechen. Und du schlüpfst hinaus, um zu untersuchen oder zu erkunden. Schon gesagt, Art Design, ne? Ist schon nicht schlecht. Du kommst hervor und siehst die erste Sonne enden. In einem scharlachroten, glorreichen Untergang. Und neue, kleinere Lichtflecken werden geboren. In der gegenteiligen Seite des Himmels. Bei der Zeit, wo die Sonne komplett verschwunden ist im Großen Oben, schimmert eine Parade von heiligen Lichtern, die langsam in einen kreisenden Tanz marschieren. Dir wurde beigebracht in deiner Kammer, was Sterne sind, aber sie selbst zu sehen mit deinen eigenen Augen ist ein wahres Wunder. Jeder Stern hat eine Farbe und eine Helligkeit, die nicht ganz wie anderen sind. Manche sind rot wie der Körper des Feuers und manche sind grün wie die Grase der Erde und manche sind blau wie die Tiefen des Wassers und manche sind weiß wie die Wolken der Luft. Manche stehen still und stolz in ihrer Farbe. Und manche blinken in einem schnellen Licht. Eine schimmernde Galerie. Selbst das große Oben spiegelt die vier heiligen Elemente wieder in seinem Selbst. Kalter Wind bläst über dich und geht durch deine Federn. Inspiration streicht dich. Du fühlst dich hingezogen, deine Stimme in ein Lied zu verwandeln. Was wirst du singen? Jetzt können wir halt über die verschiedenen Elemente singen, je nachdem, was uns mehr inspiriert, oder eine kleinere Hymne zu allen von ihnen. Ja, das ist dann wieder halt so ein bisschen einer dieser mehr gedichteten Texte. Das ist ein bisschen schwer zu übersetzen, aber sehr schön an sich. Daher lasse ich das eigentlich mal für Eigeninterpretation lieber offen. Nochmal kurz hoch runter gescrollt, damit man selber das ansehen kann. Komm schon, wie oft noch? So, dein Lied wird langsam leiser am Ende.
Ja, okay, wir haben jetzt zu allen ein bisschen gesungen und wir haben von allen ein bisschen Meisterschaft bekommen. Dein erster Umlauf der Sonne ist geendet und es ist mehr passiert, als du dir vorstellen konntest. Auch mit deiner Zerstörung deines Erschaffers. Schlafend in deinem Hort, fast ähnlich oder fast wie in deiner Kammer. Aber jetzt weißt du viel mehr. Und dein Verstand wandert durch deine Gedanken zu Gedanken und versucht sich selbst zu leiten. Deine Hoffnungen und Ängste fallen auf dich zurück. Und durchstreifen ungemütlich zwischen dem, was war und was vielleicht sein wird. Du siehst deinen Erschaffer liegen vor den Nichtschweifen, deren Schnattern und kreischenden Stimmen bellen irgendwas nicht Verständliches. Und die rote Essenz ist verteilt am Grund, am Boden. Der Vogel triezt dich und ja. Du spürst ja, okay, da war ich zu langsam. Also du hast jetzt halt den Albtraum von den Menschen und hast deren Nähe zu dir gespürt. Du schlüpfst unterhalb eines Berges und versuchst dich unter ihm zu verstecken. Aber die Schweiflosen sind überall. Kleinere, in Stein gekleidete im Untergrund, im Tal, in den Wäldern ja, in den Wäldern und in den Flachebenen. Es ist nicht deine wertvolle Essenz, die sie suchen, aber wie auch immer, sie jagen nach dem Fleisch irgendetwas anderen, etwas älterem, etwas viel mächtigeren, denn als selbst der größte Kinn. Du wachst kurz auf aus deinem zweiten. Du wachst kurz auf und dein zweiter Schlaf ist mit sehr viel weniger Sorgen. Ja, das ist schon ein bisschen schwieriger, alles so spontan zu übersetzen. Jetzt beginnt der nächste Tag. Das war die Tagesanzeige. Und eine neue Sonne erwacht. Klettert aus den Bergen hervor. Heute musst du emporsteigen und dein Schicksal suchen. Du wirst neue Dinge erfahren. Oh Mann, das wollte ich noch übersetzen. Bitte klick nicht weiter. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Auswahl, das Tutorial zu machen oder quasi gleich reinzustarten. Und hier ist dann auch schon die Folge gleich zu Ende. Wir werden dann natürlich das Tutorial machen von der Jagd. Und ja. Was steht eigentlich noch so an? Ich hatte eigentlich das mit den Videos erwähnt, im weiteren Verlauf. Ihr könnt ja mir wahrscheinlich sagen, wir, nachdem wir das erste Kapitel abgeschlagen, nicht abgeschlagen, sondern fertig haben, könnt ihr mal
vielleicht eure Meinung ungefähr so sagen, was ihr von den Indie-Games so haltet. Würde ich mich persönlich mal auch etwas näher interessieren. Und ja, ich hoffe, auch mit dieser mehr spontanen Übersetzung von mir während des Lesens hat es euch das soweit gefallen. Und wer weiß, es ist bei Steam erhältlich und mal schauen, wie gut das weitergeht. Und es kommt auf jeden Fall noch neuer Content hinzu und so weiter und so fort. Die Community fängt auch lang, es ist ja quasi erst mal rausgekommen. Community fängt natürlich auch an, aktiv zu werden. Und die Entwickler reden auch mit der Community, soweit ich das mitgekriegt habe. Und mal schauen, was daraus wird. Ich habe das jetzt schon einmal durchgespielt und fand das sehr interessant. Und deswegen, weil ich das sehr gut fand, habe ich auch beschlossen, das zu Let's Playen. Und ja, dann sage ich einfach mal ciao und bis zum nächsten Mal.